Blomberg TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blomberg TV. Das sind unsere Themen: Lockfest wieder ein voller Erfolg, neues Buch zur Blomberger Stadtgeschichte und hohe Temperaturen stellen Belastung dar. Traditionell laden die Kappler Lockvögel Anfang August zu ihrem Lockfest ein. Auch zur 15. Auflage fanden sich zahlreiche Besucher vor der alten Schule in Kappel ein. Und denen wurde einiges geboten. Für die musikalischen Höhepunkte sorgten wie gehabt die Lockvögel höchstpersönlich. Die neunköpfige Truppe spielte viele Hits und animierte die vollbesetzten Sitzreihen zum Mitsingen und Schunkeln. Der junge Mann eben gesagt, ein Potpourri der guten Laune. Wir haben heute viele Potpourris dabei. Einer weiteren Lockfestauflage 2016 dürfte damit nichts im Weg stehen. Mit dem Titel Miskelanea Blombergense ist ein neues Buch über die Historie Blombergs erschienen. Entstanden ist das Werk, das der Verlag für Regionalgeschichte vorerst mit einer Auflage von rund 300 Stück auf den Markt bringt, zu Ehren des Blomberger Historikers Ulrich Meyer. Als Herausgeber fungiert Professor Dr. Hiram Kümper, der an der Universität Mannheim lehrt. Also das Buch ist eine Sammlung von Quellentexten, das heißt also von historischen Originaltexten und einzelnen Forschungsbeiträgen über die Stadtgeschichte von Blomberg im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, also im Wesentlichen im 15., im 16. und im 17. Jahrhundert auch ein bisschen. Für das 284 Seiten starke und mit 50 Abbildungen versehene Buch trugen Kümper sowie ehemalige Studierende, Kollegen und Freunde Meyers, zu denen auch der in der Nelkenstadt bestens bekannte Dr. Heinrich Stieve zählt, zahlreiche Fakten aus der bewegten Vergangenheit Blombergs zusammen. Heute ist für mich ein besonderer Tag. Ich freue mich, dass meine Schüler und Kolleginnen mir ein Buch über Blomberg überreicht haben. Ein Buch, was von der Blomberger Geschichte handelt, in dem viele schöne Geschichten über diese Stadt stehen. Das heiße Wetter in den vergangenen Tagen war nicht nur ein Vergnügen. Die hohen Temperaturen machen unserem Körper durchaus zu schaffen. In den letzten Tagen waren die Ozonwerte so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Arbeiten im Freien, zum Beispiel Gartenarbeit, aber auch Sport, sollte man in der prallen Sonne möglichst vermeiden. Zudem sollte man viel Wasser zu sich nehmen. Doch nicht nur uns macht das Sommerwetter zu schaffen. Auch der modernsten Technik ist es irgendwann so heiß und sie schaltet ab. Das beste Beispiel sind unsere Smartphones. Diese sollten am besten nicht über längere Zeit der Sonne ausgesetzt sein und prozessorlastige Apps wie 3D-Spiele in der Sonne vermieden werden. Ebenso das Aufladen, da dadurch noch mehr Hitze entsteht. Handyhüllen speichern zudem Wärme und sollten abgenommen werden. Wer sein Smartphone im Auto vergisst, riskiert ebenfalls einen Hitzeschock des Handys. Ist es dann aber doch mal passiert und das Smartphone meldet eine Überhitzung oder reagiert nicht mehr, sollte man es umgehend in den Schatten legen. Auf gar keinen Fall sollte man aber die Geräte in einen Kühlschrank oder Froster packen. Dadurch bildet sich Kondenswasser, das möglicherweise zu einem Kurzschluss führen kann. Der Mensch, wie auch unsere Technik, sollte also nur begrenzt in die Sonne. Und auch unseren Haustieren geht es im Schatten zu dieser Jahreszeit am besten.